Hallo, hier ist wieder Holger mit deinem Podcast Finanzen, Lernen, Planen, Leben. Der Podcast von und mit Holger Nentwig. Das Thema ist heute im Podcast: Bei Geld hört die Freundschaft auf. Darlehen für Family und Friends. Ja, wie komme ich auf dieses Thema? Naja, ich habe letztes Jahr ein Mandat gehabt, da ist in der Familie ein Darlehen gemacht worden mit Darlehensvertrag, fand ich ganz cool. Und dann habe ich ein anderes Beispiel gehabt, da haben ein Mediziner, der eine Lebenspartnerin hat, die aber nicht verheiratet sind, da hat sie ihm Geld geliehen, aber es gibt keinen Darlehensvertrag darüber, das ist einfach übers Konto überwiesen worden. Und der Arzt hat eine Ex-Frau und Kinder, die sich bei ihm aber eigentlich nur melden, wenn sie Geld haben wollen. Da könnten sich Schwierigkeiten draus ergeben, weil es war kein schriftlicher Vertrag, ist kein schriftlicher Vertrag da. Das war der Anlass, warum ich mich entschieden habe, hier mal über das Thema bei Geld hört die Freundschaft auf und Darlehen innerhalb von Familien und bei Freunden. Das ist immer ganz klar, Freunden hilft man gerne natürlich auch, seinen Liebsten hilft man gerne, wenn irgendwelche finanziellen Themen aufkommen. Da ist natürlich immer ganz gut und sagt, ja, ich habe das Geld, kann ich überlegen, möchte ich jetzt im Prinzip mein Konto nehmen oder meine Rücklagen, die ich habe und möchte das Geld an einen Freund oder gar Lebenspartner oder Kind weitergeben. Das sollte auf keinen Fall nur per Handschlag gemacht werden. Es sollten schon bestimmte Vorkehrungen getroffen werden. Da geht es eigentlich darum, eine rechtliche Absicherung, aber auch eine finanzielle Absicherung zu betreiben. Denn wenn du hingehst und gibst einem anderen Geld, du möchtest es zurückhaben. Überleg mal, wenn du zu einer Bank gehst, was will eine Bank alles von dir haben? Die Bank will Unterlagen haben, will von dir wissen, wer bist du, was hast du, inwiefern kannst du mir das zurückzahlen, in welchen Raten kannst du mir zurückzahlen. Eine Bank will in der Regel Geld verdienen, also einen Zins haben etc. Eine Bank prüft immer, ist derjenige, dem ich das Geld gebe, auch kreditwürdig. Das sollte man natürlich auch machen, wenn ich einem anderen Geld leihe. Wenn ich einem Freund Geld leihe, der ist in der Misere drin, 2000 Euro, und ich mache keinen Vertrag, ich weiß nicht, wie der drauf ist, wie er reingekommen ist, dann habe ich nur im Prinzip sein Wort oder das Vertrauen, das ich in ihm habe, er zahlt mir das Ganze zurück. Aber weiß ich, ob er das kann? Manchmal ist es da besser, du kannst dir 2000 Euro leisten, du schenkst ihm das, dann weiß das Geld ist weg, dann hast du keine Erwartungshaltung, dass es zurückkommt. Aber wenn du die Erwartungshaltung hast, es soll zurückkommen, auch die Freundschaft soll nicht angekratzt werden, mach es doch einfach, das ist auch mein Tipp, wie unter fremden Dritten, mach einen Vertrag, so wie sich das gehört. Mündliche Verträge sind juristisch, sagt der Jurist, natürlich gelten die, aber du, wo kein Zeuge ist, da kannst du nachher auch im Prinzip nicht klagen. Wir haben vereinbart, dass du mir das so und so und dann zurückzahlst. Und nee, das war ja ein Geschenk, du hast mir so gegeben. Da steht Wort gegen Wort. Das ist nicht so einfach. Deshalb ist immer wichtig, mach so etwas schriftlich. Und es sollte am besten auch als Darlehensvertrag gemacht werden. Was gehört in so einen Darlehensvertrag hinein? Da kannst du mal googeln, da gibt es auch so Vorlagen, was alles rein muss. Natürlich Name, Anschrift der Parteien, der Darlehensvertrag, wozu wird das Darlehen genommen, wann ist das ausgezahlt worden, wann hast du demjenigen das Geld gegeben, ist es per Cash oder überwiesen worden. Wenn es Cash gezahlt worden ist, ich habe das Geld dann und dann bar erhalten, sollte man sich quittieren lassen und sagt der andere, du, ich habe das ja gar nicht bekommen und du hast mir das immer mal Cash am Biertisch gegeben. Tja, wenn du es nicht nachweisen kannst, im Fall des Falles, gehst du da leer aus. Dann sind vielleicht auch Tilgungsmodalitäten aufzulisten, am Motto, will ich das Geld wieder zurückhaben, wann will ich es zurückhaben, vielleicht monatlich, quartalsmäßig, über vielleicht eine bestimmte Laufzeit. Und das ist das Ganze mit Ort und Datum Unterschrift zu versehen. Und das Original ist aufzubewahren. Und zwar du als Geldgeber solltest dir das Original aufbewahren. Der andere kann sich natürlich eine Kopie von dem als Darlehensnehmer, wie man ihn dann nennt, dann für seinen Ordner nehmen. Naja, Zinsen können vereinbart, müssen aber nicht vereinbart werden, ist immer ganz wichtig. Wenn kein Zins vereinbart ist, dann geht der Gesetzgeber hin in bestimmten Fällen unter legt er einen gesetzlichen Zinssatz zugrunde. Ich glaube, der ist so bei 4% für ein Jahr. Das ist natürlich sehr viel Geld. Man kann je nachdem mittlerweile bei Banken das Geld auch zur freien Verwendung günstiger bekommen. Da musst du aber einen Kreditprüfungsprozess im Prinzip über dich ergehen lassen. Und da vielleicht immer Stichwort. Du musst immer überlegen, wenn einer zu dir kommt,
und sagt, hör mal, ich habe Geldprobleme, ich brauche eigentlich 100.000 Euro oder 50.000 oder 20.000 Euro, muss man sich immer die Frage stellen, warum kriegt er das nicht von seiner Bank? Das wäre immer der erste Schritt, den ich persönlich machen würde, den ich dir anrate, weil wenn er es bei der Bank machen kann, ist es viel einfacher, unproblematischer, da muss er nicht zu einem Kumpel gehen. Meistens geht man zur Familie oder zum Kumpel hin, wenn im Prinzip die Bank das nicht geben will. Und das hat ja dann auch seinen Grund. Ist manchmal ganz gut zu hinterfragen, hör mal, hast du schon mal bei der Bank probiert, das zu bekommen? Dann kann man hinterfragen. Im Familienbereich ist es natürlich so, sagt der Vater zu seiner Tochter, ah, kriegst du eh das Geld, du willst ein Haus bauen, ich gebe dir 50.000 als Zuschuss, nach dem Motto, schieb dir das rüber. Nach dem Motto, dafür musst du ja die Bank nicht fragen, ich habe eh das Geld da liegen. Ist also auch wichtig in der Familie, wenn ich als Elternteil einem Kind Geld gebe, kann ich mir das leisten? Will ich mir das leisten? Brauche ich vielleicht das Geld später mal selbst, weil ich vielleicht Pflegefall werde? Oder brauche ich das Geld nach einer bestimmten Zeit wieder zurück, um selbst ein Darlehen abzubezahlen? Dann ist es also kein freies Geld, sondern nur eine bestimmte Zeit zur Verfügung. Und wenn dann meine Tochter oder Sohn nach 3 Jahren zu dem Zeitpunkt, wo ich das Geld wieder zurückbrauche, dieses Geld dann nicht zurückzahlen kann, habe ich wiederum ein Problem als Vater, der dann vielleicht ein Darlehen zurückführen muss. Das muss also genau beachtet werden, nicht mal schnell Geld rausgeben. Ist zwar lieb, wenn Papa und Mama dann für das Kind da ist, um ihm zu helfen, finde ich cool, aber man muss immer überlegen, was bedeutet das jetzt für meine Finanzen? Ist das okay oder nicht? Das Zweite ist, Eltern wollen ja Kinder immer gleich behandeln. Auch deshalb würde ich immer zu einem Darlehensvertrag raten, sonst sagt auf einmal der Bruder, ah, du hast der Schwester Geld gegeben, ich nicht und so weiter und so fort. Was ist nachher im Todesfall? Wie wird das ausgeglichen? Weiß der Sohn, dass die Tochter schon mal, dass seine Schwester was bekommen hat? Das sollte man so alles schriftlich fixieren, nach dem Motto, das Unverfängliche ist immer ein Darlehensvertrag, wir geben unserer Tochter 50.000 da und dafür, das ist dann zurückzuzahlen wie unter fremden Dritten. Dann geht das auch, letztendlich gesehen, ist die Verpflichtung da, dass die Tochter die 50.000 zurückzahlen muss und das Geld nachher trotzdem ins Erbe geht. Das heißt, der Bruder der Schwester nicht benachteiligt ist. Ist also auch ein ganz wichtiger Aspekt zu beachten. Wenn man nichts vereinbart hat, dann könnte das vielleicht als Schenkung gelten. Da müssen also Schenkungsfreibeträge beachtet werden. Bei Leuten, wenn du das deinen Kindern gibst, hast du natürlich pro Elternteil 400.000 Euro. Schenkungssteuerfrei kannst du rübergeben. Hast du im Prinzip einen, der da weiter entfernt ist, dann hast du auf einmal nur noch 20.000 oder gar einen Freund oder einen Bekannten, gibt es einen Freibetrag von 20.000. Wenn übrigens da kein Vertrag gemacht wird, dass es sich um ein Darlehen handelt, könnte der Fiskus ja auch denken, das ist eine Schenkung. Und wenn das über 20.000 ist, will der Schenkungssteuer haben und bei fremden Dritten ist die Schenkungssteuer höher, als wenn beispielsweise Ehepartner oder Kinder etwas erben. Also auch das muss beachtet werden. Wichtig ist, wenn Zinsen vereinbart werden, sind die vom Geldgeber zu versteuern. Das denken viele Leute, oh, ich habe das ja meiner Tochter gegeben, die zahlen mir 2% Zinsen, bei der Bank hat es vielleicht 3% bezahlt, da habe ich was von, habe vielleicht keinen Strafzins zu bezahlen bei meiner Bank, weil die Strafzinsen nehmen wir mittlerweile, bei allen Banken werden die eingeführt, Verwahrungsentgelt, Strafzins, da gibt es ja die dollsten Begrifflichkeiten für, aber ganz klar heißt es, wenn ich Bargeld bei der Bank liegen habe, eine bestimmte Höhe, sagt die Bank, ich will jetzt von dir ein Geld, einen Negativzins haben, den musst du bezahlen. Also von daher ist es auch schon mal interessant, das Geld als Darlehen vielleicht rauszugeben. Aber wichtig, du kannst nur, wie schon gesagt, Geld rausgeben, was du auch frei verfügbar hast, auch eine längere Zeit verfügbar hast. Nicht, dass du darauf angewiesen bist, dass der Darlehensnehmer dir nach 2 Jahren auf ein ganz bestimmtes Darlehensgeld 1:1 zurückbezahlt. Und wenn es nicht der Fall ist mit der Rückzahlung, hast du ein Problem. Das darf natürlich nicht sein. Also wichtig ist, die 2%, die du beispielsweise vereinbart hast in dem Beispiel mit deiner Tochter, sind für dich Zinseinnahmen, die musst du Kapitalertrag steuerlich deklarieren. Deshalb ist es auch mal ganz wichtig, in so einem Fällen, je nachdem wie hoch das Darlehen ist, auch mit seinem Steuerberater Rücksprache zu nehmen und auch vielleicht darüber mit einem Berater hinzugehen, das ist, wo meine Mandanten das auch sehr, sehr oft mit mir besprechen, im Bereich Schenken und Erben, wenn wir also Estate Planning machen, Vermögenssicherung, Vermögensnachfolgeplanung, ist es wichtig, das in ein Konzept einzubinden, nicht einfach mal Geld rauszuhauen. Weil es gibt gute Gestaltungsmöglichkeiten, wie man das nachher auch optimieren kann.
Also Eltern-Kind hatte ich besprochen, Gleichbehandlung der Kinder ist wichtig, Darlehensvertrag auch bei Familienangehörigen, bei Freunden sowieso. Dann noch ein Beispiel, ein Mandanten, der sagte mir, ja, du, ich habe bei einem Kumpel, der macht so mit Aktien und so weiter, dem habe ich mal 50.000 drüber geschoben, der soll jetzt für mich da ein bisschen Rendite machen, das macht er ganz gut mit seinem Depot. Und ich sage, aha, wie hast du das gemacht? Ja, habe ich dem so überwiesen. Ich sage, hast du irgendwie das vertraglich geregelt, wofür das Geld ist? Nö. Sag ich, du bist aber auch mutig. Erstens, du gibst einem Geld, das sollte man schon reinschreiben, das musst du praktisch im Vertrag, ich gebe dir das Geld, dafür gehst du ins Depot, das und das. Und dann würde ich mir als derjenige, der das auch macht, der mit den Aktien rumzockt, der hat ja gar keine Zulassung, dass er im Prinzip vor einem anderen handeln darf. Das ist im Prinzip ein Geschäft, da brauchst du eine bestimmte Zulassung im Beratungsbereich. Das darf er gar nicht machen. Das ist also, wenn du so willst, legt er das Geld auf seinen Namen an, packt die 50.000 in sein Depot rein, tut Fremden gegenüber, als wenn das sein Geld wäre. Jetzt lass diese Person mal, diesen Freund, der, soll man unterstellen, noch nicht mal, dass er da Böses vorhat, der geht auf einmal, macht der Minus. Sagt er seinem Kumpel, hör mal, du hast mir die 50 gegeben, die sind jetzt nur noch 40 wert. Da kann die eine oder andere Freundschaft schon mal in die Binsen gehen, weil das gute Ergebnis, was er bisher erzielt hat, auf einmal durch die, naja, die Börse ist keine Einbahnstraße, die kann auch in die andere Richtung losgehen, macht der Minus. Ist die Frage, willst du das machen, deinem besten Kumpel 50.000 rüberschieben? Du musst auch wissen, wenn es Minus ist, du holst das Geld zurück, angenommen, du bekommst dann die 40.000 im Beispiel zurück, dann hast du ein Minus. Und auf einmal kommt deine Ehefrau und sagt immer, dem Depp hast du das Geld gemacht. Immer, den musst du jetzt verklagen, der muss jetzt ausgleichen und so weiter. Ist die Freundschaft auf einmal perdu. Die ist weg. Also aus dem Grunde würde ich auch so eine Geschichte nicht machen. Ich würde weder so ein Geld annehmen vom Kumpel, um damit zu arbeiten, noch würde ich dem Kumpel so ein Geld geben, weil du bringst dich selbst, deine Familie, auch den Kumpel in die Bredouille. Das habe ich meinem Kumpel auch gesagt. Das zweite ist immer, sag mal, das wäre jetzt kein Thema. Was kann denn passieren, der Kumpel stirbt morgen? Ja, wenn der stirbt, wie willst du nachweisen, dass das geliehenes Geld ist? Es existiert nicht Schriftliches. Dann geht diese 50.000, die du gegeben hast, geht ins Erbe rein. Das heißt, dein Kumpel vererbt das, entweder seiner Frau, Familie, je nachdem, ob er ein Testament hat oder nicht. Das geht in die Erbkette rein. Und je nachdem, wie viel Geld er hat, werden darauf Steuern bezahlt. Wie geht die Erbin da mal mit um? Nach dem Motto, dann kommst du an und sagst, hör mal, Carla, du weißt, dein Mann, ich habe hier 50 gegeben, will ich jetzt zurückhaben, die hat es versteuert, jetzt muss sie 50 ausgleichen. Tolles Gespräch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie toll dieses Gespräch dann für beide Seiten sein wird. Also, lange Rede, kurzer Sinn, mach so etwas nicht. Das kannst du nicht machen und wenn du es machst, musst du es ganz klar schriftlich fixieren. Und in so einem Fall, was im Depot angeht, würde ich mich immer juristisch beraten lassen. Das geht alleine juristisch nicht, dass du einem Kumpel Geld gibst und der legt das Geld praktisch wie sein eigenes Geld im Depot ein. Das kann sehr, sehr negative Konsequenzen haben. Ja, ich hoffe, ich habe dir durch diese Beispiele das Ganze mal ein bisschen vor Augen führen können. Bei Geld hört die Freundschaft auf. Nö, nicht unbedingt. Aber man sollte das Ganze professionell machen, wie unter fremden Dritten. Denn dann wird eine Freundschaft auch Bestand haben, weil die Spielregeln vorher ganz klar abgestimmt worden ist und die Spielregeln kann man dann noch einhalten. Und ich glaube, dann kann man sich ganz gut und safe aufstellen. In dem Sinne, alles Gute. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine schöne 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst oder gar ein paar nette Sätze schreiben könntest als Bewertung. Denn nur wenn dieser Podcast gut bewertet ist, wird er von vielen anderen Leuten, die ihn noch nicht kennen, gefunden. Und auch die können sich das eine oder andere, was sie noch nicht kennen, rausziehen, um damit auch im Finanzbereich Dinge zu optimieren, anders oder vielleicht sogar besser zu machen. In dem Sinne, alles Gute, dein Holger.